Rund 15 Jahre haben die Buckauer darauf gewartet, dass ihre Ortsdurchfahrt saniert wird. Verkehrsstaatssekretär Rainer Genilke konnte nun endlich den Fördermittelbescheid für den Straßenausbau an Landrat Christian Jaschinski übergeben. Realisiert werden soll zunächst ein erster Bauabschnitt, der den Ausbau der kompletten Fahrbahn und die Einrichtung eines separaten Gehweges beinhaltet. Ich freue mich darüber, dass wir heute diesen Bescheid in der Hand halten. Und ich denke, aufgrund der Vorarbeit und der Zusammenarbeit mit der Kommune, mit dem Kreis und mit dem Land werden wir ja sehr zügig dann noch ans Werk gehen, damit die Kosten nicht noch weiter steigen und wir dann ein großes Delta haben. Im Juni soll mit den Arbeiten begonnen werden. Konkret wird die Kreisstraße in einer Breite von 5,5 Metern ausgebaut. Begonnen wird damit am südlichen Ortseingang von Buckau. Der erste Abschnitt erstreckt sich dann bis zum Ende des nördlichen Dorfteiches im Angerbereich. Aktuell sind rund 1 Million Euro Baukosten veranschlagt.